Schönen guten Tag aus Leipzig, aus dem Zentralstadion zum nächsten Playoff-Spiel. Israel gegen Norwegen. Israel hat verloren im Achtelfinale gegen Portugal. Norwegen mit der Niederlage gegen die Niederländer ebenfalls im Achtelfinale. Wir schauen zunächst auf die Aufstellung der beiden Überraschungsmannschaften. Israel, die ja bislang erst einen Sieg in 4 Spielen hatten. Mit der gewohnten Aufstellung ebenso Norwegen. Die beiden Mannschaften, Norwegen vom Papier her und auch von den Ergebnissen natürlich Favorit, sind ja auch erst in der Nachspielzeit, in der Verlängerung des Achtelfinals ausgeschieden, sind in der Nachspielzeit noch rangekommen und stehen somit heute hier in diesem Playoff-Spiel. Israel, das Team, das die Gruppe A mit nur 3 Punkten überstanden hat, Minimalausbeute in der Gruppenphase, ein 2:0. Niederlage gegen die Portugiesen, die Hymne Israels, die Sie jetzt hören. Als nächstes dann die Hymne Norwegens. Und dann kann es losgehen. Israel ohne den gesperrten Kayal, der ja nach einer roten Karte im Spiel gegen Portugal vom Platz gestellt wurde. Eine leicht veränderte Mannschaft dadurch. Cohen erneut in der Startelf, hat im ersten Spiel gegen die Nordiren beim 2:0 und auch gegen Irland gespielt, wurde danach durch Kayal ersetzt. Jetzt also zurück in der Startelf. Kayal muss das letzte Spiel von draußen angucken. Israel natürlich der leichte Außenseiter. So stark sind sie nicht in der Unterlegenheit. Bader, guter Ball auf Schächter. Schächter mit der ersten Aktion und Knutzen zur Stelle. Israel in Weiß von links nach rechts. Norwegen in den neuen Trikots. Mit dem blauen Streifen, Israel ebenfalls leicht veränderte Trikots mit schwarzem Akzent. Guter Ball von Bader auf Schächter und das ist das Tor für Israel. 1:0 für den vermeintlichen Außenseiter, der die Gruppenphase ja nur ganz knapp überstanden hat. 1:0 durch Schächter. Erstes Tor für ihn. Israel ja erst mit 3 Toren vor diesem Spiel. 2 gegen Nordirland, beide von Wermut. Und dann noch das eine gegen Deutschland nach einem Fehler von Neuer. Das ist einfach gespielt von Bader. Macht das geschickt, spielt Schächter den Ball präzise zu. Der nimmt ihn mit vorbei an Keeper Knutzen. 1:0 für die Mannschaft Israels. Und das wäre ein Riesenerfolg für die, würden sie hier einziehen in dieses Turnier nach Südafrika. Israel, eine Mannschaft, die meiner Meinung nach etwas unterschätzt wird, haben einen dritten Rang in der Gruppe mit Griechenland und Kroatien gemacht bei der EM-Quali, wären also fast noch in die Playoffs gerutscht für die Europameisterschaft. Reaktion der Norweger schwach im Tor. Der Stammkeeper Awate heute durch den Vertreter Harouche ersetzt. Den kennen wir bereits aus dem Spiel der deutschen Mannschaft gegen Israel. Dort ebenfalls Harouche im Tor. Zu lang der Ball für Yossi Benayoun, der seine Rolle als Kapitän bei Israel jetzt erneut bei diesem Turnier ausüben kann. In allen 5 Spielen Israels Kapitän. Die meisten Aktionen über Benayoun, gerade im Spiel gegen Portugal. Die beste Chance für Bader, vorbereitet von Benayoun. Huseklepp, guter Ball.
am Tor von Israel vorbei. Harusch wäre, glaube ich, zur Stelle gewesen, wenn der aufs Tor gegangen wäre. Er war weiter vorbei als gedacht. Abstoß Israel. Und weiter sind sie vorne. Jetzt müssten sie diese Führung eigentlich nur über die langen 75 Minuten bringen, die ihnen noch bleiben. Weiterhin Offensivfußball von Israel. Cohen, Vertreter von Kayal, Bendayan, hat gut vorbereitet gegen Deutschland mit der Flanke für Nzahar. Cohen auf Bader. Cohen, gut gemacht, Knutzen, und Schächter von Hangeland abgeblockt. Aber auch im Abseits beim Schuss von Cohen. Wieder eine einfache Technik mit dem Doppelpass. Schächter dann im Abseits beim Schuss. Ab, Freistoß. Keeper Knutzen. Grinter im Fehler von Israel, von Benaim. Balleroberung, Schächter, der Torschütze. Gedoppelt von Riese, setzt sich durch. Einwurf für Israel. Benayoun attackiert von Grindheim, setzt sich trotzdem durch. Bondarv, guter Sprint. Erneut Einwurf für Israel. Bondarv, gute Flanke, abgeblockt. Bendayan, Sieger im Kopfballduell mit Huseklepp. Bader, Natko. Natko, stark von Natko, Knutzen zur Stelle. Norwegen bislang ohne gute Aktion. Ein Schuss gab es, eine Chance für den Zweiten der Gruppe C. 6 Punkte, erst im direkten Duell mit Russland gescheitert. Als man bereits 1-0 vorne lag, der sichere Sieger der Gruppe C schon war. Freistoßtor von Gabs Petersen. Und dann dieses Spiel sich noch aus den Händen hat nehmen lassen. Natko attackiert von Huseklepp und Abdelaue, setzt sich durch gegen die beiden Norweger. Cohen hat viel Platz, spielt trotzdem den langen Ball und er kommt gut an. Bader mit Rafaelov. Rafaelov gegen Wähler, der Unglücksmann gegen die Niederlande. Guter Schuss. Knutzen erneut zur Stelle. Wähler ja mit dem abgefälschten Ball, der dann das endgültige Knockout der Norweger darstellte. Pedersen mit Riese. Nochmal Morten Gams Petersen. Bester Mann bei den Norwegern in den ersten Spielen. Horger setzt sich stark durch. Rafaelov blockt den Schuss ab und klärt mit dem Langball auf Schächter. Platz für Israel. Und das ist die Chance, die sie brauchen. Schächter. Natko. Erneut gegen Wähler. Und diesmal war er mal gut zur Stelle. Der norwegische Verteidiger Wähler. Bendayan. Links raus. Nochmal Bendayan. Natko sieht den guten Ball auf Bader. Und Eckball für Israel. Benayoun macht alle Standards auf Seiten der Israelis. Natko bekommt nochmal den Abpraller. Zweiter Anlauf. Bader. Und das ungefährlich, was sie da machen. Ist nicht ganz klar, was Bader da wirklich bezwecken wollte. Abstoß Knutzen, 5 Minuten noch in Halbzeit 1. Israel führt durch das Tor von Schächter und war bislang unter keiner großen Gefahr. Hartes Einsteigen. Gibt nur Freistoß, Foul an Huseklepp, der Torschütze gegen Tschechien, der alles möglich gemacht hat. Tschechien war ja der große Favorit in Gruppe C zusammen mit Russland. Die beiden, die als sichere Achtelfinalteilnehmer schon feststanden. Guter Ball auf Bader. Bader und Knutzen, weil Bader den Ball nicht richtig trifft. Riesenchance für Israel. Kurz vor der Halbzeit. Wäre der richtige Zeitpunkt gewesen. Dieses schlimme Wort, der psychologische richtige Zeitpunkt. Gegenseite, Angriff mit Grinter. Viel Platz für Grinter. Abpraller, Petersen, Ausgleich für Norwegen. 1-1. Und es ist mal wieder Morten Gamst Petersen. Nutzt einen Abpraller. Kalt schleut sich aus.
Der Schuss von Grintern, keine Gefahr. Und dann zieht er den Ball irgendwie aufs Tor. Hier, Abdelaue sieht Grintern, viel Platz. Der war abgeblockt und dann direkt genommen. Viel andere Möglichkeiten hatte er nicht, Petersen. Und solche Schüsse sind meistens die gefährlichsten. Hier nochmal Grintern schießt, abgefälscht. Und dann haut Petersen ihn ins lange Eck. Keine Chance für Harusch, der völlig überfordert war. Norwegen zum richtigen Zeitpunkt mit dem Ausgleich. Zum richtigen Zeitpunkt mit dem 1:1 Rückschlag für Israel, die bis dahin das Spiel vollständig kontrolliert hatten. Cohen. Schluss, Halbzeit in Leipzig. 1:1, nachdem Israel über lange Zeit hier die bessere Mannschaft war. Bis zum Schluss, mehr Ballbesitz, mehr Schüsse aufs Tor. Allgemein viel mehr zu sehen von der Mannschaft Israels. Aber trotzdem ein Gegentor kassiert. Das ist immer blöd, wenn die bessere Mannschaft dann einen Niederschlag erfährt. Aber das geht vielen Teams so. Beispiel Champions League Finale. Oft genug gesehen, oft genug drüber nachgedacht, oft genug drüber geärgert. Bayern damals ja die klar bessere Mannschaft. Und dann verliert man, weil man ein Spiel irgendwie nie richtig in die Hände kriegt. Also nie komplett in die Hände kriegt. Das ist Geschichte. Was zählt, ist das hier. Halbzeit in Leipzig. 15 Minuten Zeit für uns, um uns von einer guten Partie, von einer guten ersten Halbzeit etwas zu erholen. Israel mit guten Chancen. Für die kann man nur hoffen, dass sie dieses Gegentor nicht allzu sehr auseinandernimmt. Sie haben alle Chancen der Welt, dieses Spiel zu gewinnen. Und damit diese Riesenchance wahrzunehmen, die ihnen angeboten wird, weil stärkere Mannschaften schon früher aus diesem Turnier ausgeschieden sind. Israel gegen Norwegen, die zweite Halbzeit in 15 Minuten. Wir melden uns dann wieder aus dem Zentralstadion in Leipzig. Bis dann!